Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, euch und Sie begrüßen zu dürfen im Namen der Veranstalter, im Namen des Forum Umwelt und Entwicklung, im Namen von Miserior, des Ozeanien-Dialogs und der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, der DGVN. Mein Name ist Oliver Hasenkamp. Ich arbeite im DGVN-Generalsekretariat und darf heute als Moderator durch diese Veranstaltung führen. Lassen Sie mich kurz auch unsere englischsprachigen Gäste auf Englisch begrüßen. Welcome to all of you on behalf of the organizers, on behalf of Forum Umwelt und Entwicklung, Miserior, the Oceania Dialogue and the United Nations Association of Germany. My name is Oliver Hasenkamp. I will be the moderator for this event. Most part of this event will take place in German language. So if you require interpretation, you can select your preferred language by clicking on the interpretation button in your Zoom menu bar below. Please let me continue in German language. Ja, ich habe gerade gesagt, ein Großteil der heutigen Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. Das hängt auch damit zusammen, dass wir leider eine kurzfristige Absage erhalten haben von Gina Julien Grillo aus Costa Rica, die leider kurzfristig ihren Präsidenten auf eine Dienstreise nach Ecuador begleiten muss und deshalb heute nicht live dabei sein kann. Trotzdem werden auch einige Parts unserer Veranstaltung heute in englischer Sprache stattfinden. Wenn Sie dafür eine Dolmetschung benötigen, dann können Sie diese über Ihre Zoom-Steuerleiste unter dem Begriff Dolmetschen auswählen. Ja, diese Veranstaltung zum Thema Tiefseebergbau, einem sowieso sehr, sehr aktuellen Thema, findet statt zu einem Zeitpunkt, wo wir just vor einigen wenigen Tagen eine ganze Reihe an wichtigen Entscheidungen oder Entwicklungen mit Blick auf unsere Ozeane erleben konnten. So ist am Wochenende ein neues UN-Abkommen zum Schutz der Biodiversität in der Hohen See, in den sogenannten BBNJ-Verhandlungen, beschlossen worden. Außerdem gab es auch die Meldung, der eine oder andere hat es vielleicht gehört, dass bei einer anderen internationalen Konferenz fast 18 Milliarden Euro für den Meeresschutz zugesagt worden sind. Das sind schöne Entwicklungen. Darüber, ob sie auch ausreichen werden, werden wir ein Stück weit auch heute diskutieren. Aber es geht vor allem auch mit Verhandlungen auf internationaler Ebene zu den Ozeanen, vor allem auch zur Biodiversität in den Meeren, aber auch darüber hinausgehend direkt weiter. Denn just heute finden die ersten Gremiensitzungen des ersten Teils der diesjährigen Zusammenkunft der Internationalen Meeresbodenbehörde, kurz der ISA, statt. Also der internationalen Behörde, der internationalen Organisation, die für die Frage zuständig ist, ob und inwieweit Meeresbodenressourcen in internationalen Gewässern ausgebeutet werden dürfen. Und wie Sie in der Einladung ja auch schon gesehen haben, steht die Möglichkeit im Raum, dass das ab Juli diesen Jahres der Fall sein könnte, dass kommerzieller Tiefseebergbau startet. Und das ist natürlich dann eng wieder verbunden mit der Frage nach Meeresschutz beispielsweise. Ich freue mich sehr, dass wir ganz tolle Referentinnen und Referenten heute dabei haben, auch später noch ein Video-Statement haben werden dann aus dem globalen Süden. Und die Referierenden werde ich jeweils dann vorstellen, wenn wir zu dem jeweiligen Programmpunkt kommen. Als erstes möchte ich jetzt das Wort übergeben an unsere erste Rednerin, Marie-Louise Apshagen, Leiterin Nachhaltigkeitspolitik beim Forum Umwelt und Entwicklung. Und Marie-Louise, du wirst uns jetzt einen Überblick dazu geben, was Tiefseebergbau eigentlich ist und welche Entscheidungen denn in diesem Jahr anstehen in der ISA, der Internationalen Meeresbodenbehörde. Ja, vielen Dank, Oliver. Und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich teile meinen Bildschirm. Und jetzt müssten es alle sehen, hoffe ich. Wenn nicht, kurzes Zeichen hier.
Genau, seit dem 19. Jahrhundert weiß man, dass es auf dem Boden der Ozeane mineralische Rohstoffe gibt und diese abzubauen und für die Industrie zu verwerten. Das ist das Ziel von Tiefseebergbau. Und Staaten haben dafür Lizenzen zur Exploration des Tiefseebodens in der Hohen See bei der Internationalen Meeresbodenbehörde, der International Seabed Authority, ISA, beantragt und erhalten. Also wichtig, ein Abbau findet noch nicht statt. Verhandlungen dazu gibt es derzeit mehrmals im Jahr und die nächste Verhandlungsrunde beginnt heute bzw. in wenigen Tagen. Worum geht es genau? Was ist die Tiefsee? Was ist das Besondere an ihr? Was bedeutet Tiefseebergbau und um welche Gesteinsformen geht es? Und was ist der Inhalt dazu der Verhandlungen? Dazu gebe ich Ihnen und euch einen kurzen Überblick. So, das ist hoffentlich die nächste Folie. Ja, perfekt. Also, die Tiefsee umfasst alle Meeresgebiete unterhalb von 200 Metern Tiefe. Das sind die weitgehend völlig lichtlosen Bereiche des Meeres. Und sie erstreckt sich dabei über 88% der Fläche der Ozeane. Davon hat die Menschheit bisher nur 5% erkundet. Und vom Tiefseeboden sind es sogar nur 0,0001%. Und das, obwohl der Tiefseeboden mehr als die Hälfte der Erdoberfläche überfasst. Mittlerweile wissen wir, dass die Tiefsee voller Leben ist. Die speziell an diese Umwelt angepassten Arten ernähren sich zum Beispiel von organischem Material, das von oben herabsinkt, oder leben in Symbiose mit Bakterien. Auf dem Tiefseeboden finden sich drei Arten von Gesteinsformen, die für Tiefseebergbau interessant sind. Das erste sind die Manganknollen. Das sind Klumpen, die sind ungefähr faustgroß. Und diese sieht man hier sehr gut auf dem Bild. Sie enthalten ungefähr zu 27% das Metallmangan, was zum Beispiel für die Stahlproduktion verwendet wird, und sind im Sediment auf dem Meeresboden locker verstreut. Andere Elemente darin sind zum Beispiel Kupfer, Kobalt, Zink und Nickel mit jeweils bis zu 1%. Wichtig ist zu wissen, Manganknollen wachsen extrem langsam. In einer Million Jahre nimmt ihre Dicke nur millimeterweise zu. Und sie sind auf diesem schlammigen Meeresboden, wie man in dem Bild sieht, der einzige feste Untergrund zum Beispiel für Schwämme oder Korallen, die wiederum ein Lebensraum sind für zahlreiche Würmer, Krebse oder Muscheln. Eine weitere Gesteinsform sind Massivsulfide. Die entstehen an heißen organischen, ozeanischen Quellen, aus denen mit Sulfiden angereichert das Wasser aus dem Untergrund ins Meer strömt. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Das sind wie so meterhohe schornsteinartige Skulpturen, aus denen es dann so Rauch rausdampft. Und je nach der Farbe dieses Rauches werden sie weiße oder schwarze Raucher genannt. Hydrothermalquellen und ihre Umgebung bilden ein einzigartiges Biotop mit vielen, meist nur in dieser Umgebung lebenden Arten. Und die dritte Gesteinsform sind Koboldkrusten. Das sind steinharte, metallhaltige Belege, die sich an den Hängen von den oft besonders artenreichen Seebergen abgelegt haben. Auch Koboldkrusten entstehen im Laufe von Jahrmillionen von Jahren, wenn sich Wasser mit Metallverbindungen auf dem Gestein ablagert. Pro Million Jahre wachsen sie 1 bis 5 Millimeter. Das ist sogar noch langsamer als die Manganknollen. Und Metalle, die darin zu finden sind, sind zum Beispiel Mangan oder Eisen. Kobalt, Nickel und seltene Erden liegen ungefähr so ähnlich in dem Prozentsatz wie Manganknollen, etwas darüber. Das sind die drei Gesteinsformen und sie haben alle etwas gemeinsam. Sie sind alle sehr, sehr alt und haben sich größtenteils im Laufe von Millionen von Jahren gebildet. Sie sind alle Heimat von einzigartigen Arten und Ökosystemen, die wir bisher als Menschheit nur minimal erforscht haben und die nur minimal bekannt sind. Und alle diese Habitate sind in einem größeren Zusammenhang der Ökosysteme der Meere zu sehen und spielen eine große Rolle für das Leben auch in anderen Meeresschichten und die Meeresfunktionen an sich. Außerdem gibt es mittlerweile viele Studien, die zeigen, und das sage ich hier, weil das oft als Rückfrage kommt, aber viele Studien, die zeigen, dass wir die Metalle für die Umsetzung der Energiewende gar nicht brauchen. Das ist nämlich oft ein Argument, was pro Tiefseebergbau kommt.
also speziell Energiewende. Teilweise geht nämlich die Entwicklung von Batterien zum Beispiel in eine ganz andere Richtung, mit ganz anderen Rohstoffen, oder teilweise werden in den erneuerbaren Energien, die wir jetzt benutzen, ganz andere Metalle gebraucht, als die im Meer zu finden sind. Nichtsdestotrotz ist seit einigen Jahrzehnten das Interesse von Staaten und Unternehmen gestiegen, diese Gesteinsformen abzubauen. Und für den Tiefseebergbau gibt es zwei unterschiedliche Szenarien. Tiefseebergbau könnte einerseits in der ausschließlichen Wirtschaftszone von einzelnen Staaten durchgeführt werden, also in dem Hoheitsgebiet von diesen Staaten, dazu komme ich später, oder in der Hohen See, also dem internationalen Gewässer. Und das schauen wir uns jetzt zuerst an. Also für den Abbau in der Hohen See gibt es eben diese internationalen Verhandlungen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde, der ISA. Relevant ist dafür das Seerechtsübereinkommen UNCLOS, das 1982 unterzeichnet wurde und 1994 in Kraft trat. UNCLOS trifft unter anderem Regelungen über die Abgrenzung der verschiedenen Meereszonen oder zur Nutzung dieser Gebiete, zum Beispiel für die Schifffahrt oder die Fischerei, oder auch den Schutz der Meeresumwelt. In diesem Kontext dann eben auch der historische Abschluss des Hohen See-Abkommens am vorigen Wochenende und eben auch zu Tiefseebergbau. Das Seerechtsübereinkommen regelt deswegen auch die Aufgaben der Internationalen Meeresbodenbehörde hinsichtlich der Ressourcen der Tiefsee. Diese ISA ist eine internationale Organisation mit Sitz in Kingston, Jamaika und wurde 1994 gegründet. Sie soll die Bodenschätze der Tiefsee als gemeinsames Erbe der Menschheit verwalten. Das bedeutet, dass sie einerseits zukünftigen Tiefseebergbau regeln soll, aber auch wissenschaftliche Forschung in marinen Gebieten und Meeresschutz fördern soll. Geleitet wird die ISA vom Sekretariat mit einem Generalsekretär, das habe ich hier eingekreist. Das ist derzeit Michael Lodge aus Großbritannien. Das ausführende Organ der ISA ist ein Rat aus 36 Mitgliedstaaten. Deutschland ist beispielsweise darin vertreten. Und in der Versammlung sind alle 167 Mitgliedstaaten vertreten. Außerdem gibt es eine Rechts- und Technikkommission, das ist die, die sich ab heute trifft, die derzeit ungefähr 30 Mitglieder umfasst und den Rat berät. Die besteht aus Personen, die von Regierungen benannt werden, aber in der ISA in persönlicher Kapazität sprechen und arbeiten. Vielleicht können Sie sich dieses Bild so ein bisschen merken. Das wird sicherlich gleich für die Diskussion interessant sein, ein bisschen die unterschiedlichen Organe zu kennen. Die ISA hat nun verschiedene Gebiete identifiziert, in denen Tiefseebergbau möglich sein könnte. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei derzeit auf der Clarion-Clipperton Zone. Das ist der kleinere Kasten, der unten im Bild zu sehen ist. Die liegt im Pazifik, wo es um den Abbau von Manganknollen gehen würde, also diese Knollen, die im Sediment locker liegen. Die Clarion-Clipperton Zone ist dabei in Lizenzgebiete aufgeteilt. Und Lizenzen heißt dabei Explorationslizenzen, also nicht Abbaulizenzen, die gibt es noch nicht. Staaten haben sich gemeinsam mit sogenannten Kontraktoren auf diese Gebiete beworben und die auch eben dann bekommen. Und führen dort gemeinsam Erkundungen durch. Erkundung meint in dem Fall zum Beispiel, wie viele Manganknollen überhaupt dort zu finden sind, wo im Gebiet, wie man diese abbauen kann und wie sich der Abbau potenziell auf die Umwelt auswirken würde. Die Kontraktoren, mit denen Staaten zusammenarbeiten, sind entweder private Firmen, staatliche Konzerne oder staatliche Behörden. Deutschland hat zum Beispiel ein Lizenzgebiet in der Clarion-Clipperton Zone und der Kontraktor ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die bisher gelaufenen Explorationen finden derzeit in sehr unterschiedlichem Umfang statt. Interessant ist aber, dass dabei erneut viel über die Einzigartigkeit der Tiefseeumwelt und die Arten und Ökosysteme auf dem Tiefseeboden herausgefunden wurde. Unter anderem gibt es ein sehr interessantes Forschungsprojekt mit Beteiligung vom Geomar, was jetzt in die dritte Runde geht. Die haben unter anderem Festbergbau untersucht, bei dem mehrere Sachen herausgefunden wurden. Unter anderem, dass Tiefseebergbau tatsächlich zu Artenverlust führt. Das haben sie an unterschiedlichen kleinen und großen, sag ich mal, Arten untersucht. Das ist das eine. Das andere, was herausgefunden wurde, ist, dass bei diesem Festbergbau eine Sedimentwolke entsteht, die sich dann wie eine Decke nochmal zusätzlich über dieses Abbaugebiet liegt, aber auch weit darüber hinaus
verbreitet wird und das auch weitere Beeinträchtigung auf die Arten hervorruft. Und eine weitere Sache, die sie gefunden haben, ist, dass zum Beispiel auch der Metallgehalt in der Wassersäule gestiegen ist, nachdem die Knollen testweise dort abgetragen wurden. Die wurden aber nicht hochgeholt, sondern liegen dabei. So, aber Verhandlungen zum Abbau selber finden angesichts dieser Erkenntnisse weiterhin statt. Und zwei wichtige Entwicklungen der letzten zwei Jahre bestimmen nun den Ablauf der Verhandlungen und die Frage, ob und wann Tiefseebergbau stattfinden kann. Die möchte ich noch kurz skizzieren. Die erste wichtige Entwicklung hat die Geschwindigkeit und Legitimität der Verhandlungen, sag ich mal, dieser Abbauregularien deutlich beeinflusst. Und zwar hat 2021 der pazifische Inselstaat Nauru von einer Regel im Seerecht Gebrauch genommen und reichte einen Antrag ein, gemäß dem die Verhandlungen innerhalb von 2 Jahren beendet sein müssen, also 2 Jahren ab dem Antragszeitpunkt. Ist das nicht der Fall, kann ein Abbauantrag beziehungsweise ein Arbeitsplan, so ein bisschen so eine erste Stufe davon, kann das von einem Staat bei der ISA eingereicht werden und potenziell auf der Grundlage von unvollständigen oder im schlimmsten Fall gar nicht vorhandenen Regeln Abbau betrieben werden. Diese Deadline, das hatte Oliver Hasenkamp ja schon gesagt, läuft im Juli diesen Jahres ab, am 9. Juli. Und es ist eigentlich schier unmöglich, dass bis dahin die Regularien fertig verhandelt sind. Hinter dem Antrag steckt neben dem Staat Nauru das kanadische Unternehmen The Metals Company, deren 100%ige Tochterfirma Nora ist der Kontraktor von Nauru. Die Metals Company gibt sich so ein bisschen als Pionier des Tiefseebergbaus und will in den nächsten 2 bis 3 Jahren kommerziellen Tiefseebergbau betreiben. Interessant und wichtig zu wissen ist in diesem Kontext, die Firma hat zum gleichen Zeitpunkt wie bei der Antragstellung bei der ISA, eben im Rahmen dieser 2-Jahres-Regel, genau am gleichen Zeitpunkt ist sie an die Börse gegangen und hängt somit jetzt finanziell extrem darin, dass der Beginn des Bergbaus tatsächlich irgendwann anfängt, auch weil die Aktie in den letzten 2 Jahren massiv an Wert verloren hat und derzeit wieder unter einem Dollar gehandelt wird. Das liegt auch an der zweiten relevanten Entwicklung der letzten Jahre, nämlich dass die Ablehnung gegen Tiefseebergbau massiv gestiegen ist und auch das Wissen darüber. Zivilgesellschaftliche Organisationen auf der ganzen Welt lehnen seit Jahrzehnten und seit Jahren Tiefseebergbau ab. Dazu kommen Hunderte von WissenschaftlerInnen, die Statements unterzeichnet haben, große Automobil- und Digitalkonzerne, und Parlamente auf der ganzen Welt, alle haben sich auf der einen oder anderen Art gegen Tiefseebergbau positioniert. Viele von diesen Akteuren fordern ein komplettes Verbot, andere ein Moratorium, also eine zeitliche Pause, bis die Auswirkungen auf die Umwelt geklärt sind und sichergestellt werden kann, dass diese so gering wie möglich gehalten werden. Besonders ist nun, dass sich auch zunehmend Staaten, die in den Tiefseebergbau-Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel, weil sie im Rat vertreten sind, in verschiedener Weise gegen Tiefseebergbau stellen. Deutschland zum Beispiel, und das hören wir sicherlich in der Diskussion auch nochmal ausführlicher, hat sich mittlerweile für eine sogenannte Precautionary Pause, eine vorsorgliche Pause eingesetzt. Viele andere Staaten für ein Moratorium, das sieht man hier so ein bisschen an der Timeline, und Frankreich zum Beispiel sogar für ein Verbot. Kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. In dieser und der nächsten Verhandlungsrunde dann im Juli muss ich jetzt zeigen, wie diese Verhandlungen von den unterschiedlichen Staaten-Statements beeinflusst werden. Und was aber passiert, sollte Nauru bzw. The Metals Company durch Nauru eben wie angekündigt noch in diesem Jahr einen ersten Schritt hinsichtlich eines Abbauantrags tun. Zusammenfassend und für unsere Diskussion nochmal einen Blick auf einige der Gründe, warum Tiefseebergbau aus unserer Sicht und der von sehr, sehr, sehr vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Menschen auf der ganzen Welt eine absolut schlechte Idee ist und warum die Verhandlungen auch so problematisch sind. Dazu empfehle ich an dieser Stelle kurz unsere Publikation, die wir letztes herausgebracht haben mit Argumenten gegen Tiefseebergbau. Da haben wir in 13 Argumenten nochmal genau zusammengetragen, was die unterschiedlichen problematischen Facetten vom Tiefseebergbau sind. Das poste ich gleich noch in den Chat. Aber einmal ein Blick zuletzt auf 3 zentrale Punkte. Erstens,
das hatte ich am Anfang ja gesagt, die Tiefsee ist extrem artenreich, aber wir wissen fast gar nichts über sie, außer dass sie einzigartig und vielfältig ist und dass zahlreiche Arten absolut auf die Existenz dieser verschiedenen Gesteinsformen, wie beispielsweise Manganknollen, angewiesen sind, um überhaupt zu existieren. Jedes Mal, wenn ForscherInnen die Tiefsee erforschen, entstehen neue Erkenntnisse über die Relevanz der Tiefsee, auch im Hinblick auf ihre Klimafunktionen, auf die Nahrungskette und Lebewesen in höheren Meeresschichten. Und wir wissen noch überhaupt nicht, welche Folgen ein groß angelegter kommerzieller Abbau der Tiefsee für Folgen für den ganzen Planeten haben wird. Und sollte das, was derzeit an Antragslizenzen in der Pipeline steht und was Erkundungen angeht, tatsächlich umgesetzt werden, wäre Tiefseebergbau das mit Abstand größte Bergbauvorhaben der Menschheitsgeschichte. Zweitens sind die Verhandlungen, diese internationalen Verhandlungen durch die Beteiligung von Bergbaukonzernen wie der Metals Company, die eben mit Nauru's Trigger dieser Zwei-Jahres-Regelung die Verhandlungen beschleunigen wollen, sind diese Verhandlungen beeinflusst von kommerziellen Interessen privater Konzerne. Das ist das eine. Und zum anderen ist der Generalsekretär der ISA dafür bekannt, dass er Tiefseebergbau möglich machen will und hat eindeutige Beziehungen zur Tiefseebergbauindustrie. Und schließlich präferieren die Strukturen der ISA selber auch das Ermöglichen von Tiefseebergbau, was zur Zeit der Verabschiedung des Seerechtsübereinkommens noch erklärbar war, aber angesichts aktueller Erkenntnisse über die Tiefseeumwelt eigentlich absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Und als dritten abschließenden Punkt bleibt die Achillesferse der Tiefseebergbauverhandlungen, dass sie nur sich auf die Hohe See beziehen. Deswegen habe ich dieses Bild ausgewählt. Denn neben den Lizenzgebieten in der Hohen See, über die ja gerade verhandelt wird, deren möglichen Abbau, könnte es auch die Möglichkeit geben, dass Tiefseebergbau eigentlich ganz woanders stattfindet, nämlich in den Hoheitsgebieten von Staaten, vornehmlich im Pazifik. Und dort haben Konzerne wieder wie The Metals Company bereits Verträge mit Staaten unterzeichnet, teilweise ohne Beteiligung der Bevölkerung. Und deswegen gibt es überall im Pazifik mittlerweile Protest dagegen. Dazu hören wir ja auch gleich noch ein Statement wie diese Gruppe hier. Denn wenn es dazu kommen sollte, dass Tiefseebergbau in den Hoheitsgebieten dieser Staaten stattfindet, dann kann es dazu kommen, dass diese internationalen Regeln, falls sie denn dann verhandelt werden und falls sie überhaupt ambitioniert werden, das ist alles noch unklar, aber dass zum Beispiel Umweltauflagen oder das Vorsorgeprinzip dann im schlimmsten Fall bei dieser Art von Tiefseebergbau nicht gelten werden. Genau, das vielleicht als kleiner Überblick über die unterschiedlichen Problemlagen des Tiefseebergbaus. Ja, vielen Dank, Marie-Louise, für diesen kompakten, aber doch sehr umfangreichen Überblick und auch diese Positionierung schon, sodass wir gleich in der Diskussion sicherlich viele der Aspekte, die du angesprochen hast, nochmal vertiefen können und aufgreifen können. An der Stelle vielleicht auch schon mal der Hinweis, der Chat ist ja von einigen von Ihnen im Publikum auch bereits genutzt worden. Es gibt außerdem noch ein Frage- und Antwort-Tool, das finden Sie in der deutschen Zoom-Version unter F&A in Ihrer Zoom-Menüleiste, in der englischen Fassung unter Q&A. Darüber können Sie natürlich sehr, sehr gerne auch Fragen an unsere Referenten, Diskutanten heute stellen, die wir dann später aufgreifen werden. Zunächst erst einmal möchte ich nun aber unseren nächsten Gast heute vorstellen, und zwar Dennis Fritsch. Dennis Fritsch arbeitet bei der Financial Initiative des UN-Umweltprogramms UNEP, kurz UNEP-FI, einer Einrichtung. Du wirst gleich selber noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Dennis, die sich ja mit nachhaltiger Finanzierung beschäftigt, mit Beiträgen gerade auch aus der Wirtschaft durch Investments zu einer nachhaltigen Entwicklung und Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beizutragen. Und du bist bei UNEP-FI der Sustainable Blue Economy Lead, hast unter anderem im letzten Jahr ein Briefing zu Tiefseebergbau auch aus Sicht von UNEP-FI herausgegeben. Und genau, ansonsten wirst du gleich, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen. Habt ihr unter anderem auch Sustainable Blue Economy Finance Principles erarbeitet, also Richtlinien, könnte man sagen, für Unternehmen, wie man im
Kontext der Meere sinnvoll investieren kann, um auch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung zu leisten. Und ja, mit dieser Vorrede würde ich das Wort an dich übergeben. Schön, dass du heute dabei bist. Danke sehr. I'm going to have my presentation in English. I hope that's okay. And I'm also going to share my screen. I hope everyone can see that now. If not, please let me know. So thanks very much for inviting me to speak, first and foremost. As Oliver just said, my name is Dennis. I am the Associate Program Lead for Nature at UNEP-FI. For those of you who don't know us, we are a partnership between the UN Environment Program and the private financial sector. So we work with almost 500 banks, insurers, and institutional investors to develop the global sustainable finance agenda. And we also, relevant to today's conversation, convene a work stream on blue or ocean finance, looking to mainstream sustainable finance practices, supporting ocean health across the global financial industry. And I don't want to spend too much time speaking about the doom and gloom, as I'm sure most of you are aware of the threats that the climate crisis, the unsustainable extraction of marine resources, biodiversity loss, and pollution pose to the health of our life support system, the global ocean. A healthy ocean is the basis for major global industries, from shipping to seafood and tourism to real estate. And all these goods, services, and economic activities we derive from the ocean are estimated to be equivalent to the world's seventh largest economy in GDP terms. We call such sectors ocean-linked because their global economic output is reliant on a healthy ocean. Of course, financial institutions provide the financing, investment, and insurance required to power such ocean-linked sectors. And therefore, banks, insurers, and investors, but also industry actors like companies, have significant leverage to transform these sectors at pace. And we're increasingly seeing financial institutions seek ways to lower their risk exposure to unsustainable ocean practices, as well as supporting ocean businesses in transitioning toward a sustainable blue economy. And the need for such a transition is very real. A WWF report from 2 years ago finally put a number to this urgency. A business as usual approach to ocean-linked sectors will leave the world's economy, or rather two-thirds of all listed companies, around $8.4 trillion out of pocket over the next 15 years. So that should be a very, very big incentive for action and for bringing about fast change. So I just want to talk very briefly about our initiative at UNEP-FI that focuses on the blue economy. From what I mentioned just now, it's really clear that to build a climate resilient future, we need to change how we manage, use, and protect ocean resources. And the integration of ocean and climate centered approaches in public, private, and blended finance strategies is one tool in our toolbox. And this is where this concept of a blue economy comes in, and the leverage financial institutions have take center stage. So we really see this transition to a sustainable blue economy as an opportunity to recast how we use and manage ocean resources at a time when there are multiple crises facing itself. So we really think the blue economy is acts as a kind of vision for any ocean-linked sector, highlighting that sustainability cannot be separate from economic activities and growth, but is a condition for both of these things. So we often get then the question, you know, as a financial institution, where can we start? And to help answer that question, at UNEP-FI, we convene a global community of practice that focuses specifically on providing guidance and tools to ensure that investment, underwriting, and lending activities are aligned with SDG 14, Life Below Water. What this means in practice is that we work with experts in the field and practitioners on educating the industry about the blue economy and why ocean health is crucial. We have already over 80 pioneer institutions on board, and the initiative includes major players in the space like Aviva Investors, AXA Insurance, BNP Paribas, and others. And crucially, and Oliver mentioned it, we support the implementation of the Sustainable Blue Economy Finance Principles, which aim to redirect the flow of capital toward activities which directly contribute to SDG 14. So, as that, they are the world's first global guiding framework
to finance a sustainable blue economy and are complementary to already existing frameworks and principles such as the SDGs, the Paris goals, and so on. So to answer that question in the beginning, you know, as a financial institution, where can we start? As a first step, looking and implementing and adopting these principles are a very, very good place to start. And building momentum, building on the momentum of these principles, we've been working on producing usable and practical industry resources and tools, such as our market-first blue finance guidance called Turning the Tide, which covers five sectors of the blue economy, including seafood, shipping, ports, marine renewable energy, and coastal tourism. And just last year, we published its sister publication, Diving Deep, which is focusing on waste prevention and management, which includes plastics, as well as coastal infrastructure and resilience, which has also a look at nature-based solutions. And we developed these guidances together with over 70 financial institutions and global experts on these topics. And they're really meant to be quite practical toolkits outlining recommendations for financial institutions on how a transition toward a sustainable blue economy can look like. So what that means is that we make science-based recommendations on how to deal with certain activities across ocean-linked sectors, highlighting which activities to avoid. You can see that here in red on the screen, because they're simply too harmful. They have red flags. An example might be activities around illegality, activities that take place in protected areas. But also we highlight which topics to engage clients on and what represents best practice and therefore opportunities in each sector, which we highlighted here in green on the screen. And if you're interested in reading these guidances, I'll be very happy to share a link to these resources in the chat later. They are all available for free, of course. Very relevant to today's conversation, we also published a series of briefing papers to provide science-based and decision-useful information for financial institutions on what we call harmful marine extractive activities, namely dredging and marine aggregate extraction, oil and gas drilling, as well as deep-sea mining. And these activities are not part of the sustainable blue economy for us, but important to discuss and provide info on. And therefore, we focused on them last year. Again, if you follow this QR code that is displayed on the screen, you can go directly to our resources page and download them if you like. These are somewhat shorter resources than our main guidances, so it might be an easier read as well. I just want to zoom in at the end of my presentation on deep sea mining, of course. As we just heard, the deep sea contains many of the most pristine ecosystems on our planet and plays a crucial role in regulating the climate and therefore mitigating climate change as well. And plans to mine this unique and complex area of our planet would create irreversible ecosystem and habitat loss, as well as permanently destroy invaluable carbon storage. And so our briefing paper really addresses the potential devastating environmental impacts and the significant financial, reputational, regulatory and operational risks for financing or supporting deep sea mining activities. And I do want to highlight that this is not necessarily UNEP's official position on deep sea mining. This is still forthcoming. In this paper, we purely look at the risks for financial institutions and base that on the latest available science. And what this briefing paper really highlights is that financing deep sea mining activities is currently not consistent with our sustainable blue economy finance principles. And the paper also lays out how financial institutions could focus efforts on alternative strategies that would reduce the environmental footprint of terrestrial mining, for example, and also to support a transition to a circular economy. So it's quite a practical working resource for financial institutions to understand the risks and the impacts of financing non-renewable extractive industries and stay away from unsustainable economic activity as well. I just want to highlight here on this slide the main points from a risk and economic perspective. As it says at the top, there's currently no robust precautionary approach to safeguard ocean health against the potential ecological and system impacts of deep sea mining. Obviously that translates most likely into harm to the marine environment and possibly potentially also carbon systems, which is another topic that is quite important to highlight here. For investors and other financial institutions like banks, if they get involved or want to get involved,
there are a couple of risks that are important to highlight. One, of course, is reputational. As we heard earlier on, there's a significant opposition from civil society, from the science community, NGOs, and other, and some countries. And I remember last year there was a IUCN motion 69 that almost unanimously accepted, what was almost unanimously accepted, and urged member states to support a moratorium. But also there's a lot of opposition from private actors, such as BMW, for example, Google, Volkswagen Group, and a couple of financial institutions like Triodos Bank, Credit Suisse, ABN AMRO as well. In addition to that, there is currently a lack of regulatory certainty. So there are likely to be changes to regulatory frameworks governing deep sea mining. So in case of environmental damage, legal action is likely to be taken against those legally liable, which might impact on whether you can get insurance for deep sea mining operations or not. There might be specific requirements from regulators as well. So, and with the High Seas Treaty that was just agreed, I think there will be further complexity added to this process. And as Marie-Louise already said early on, the time to finalize regulations at the ISA is quite tight. So there's a lot of uncertainty there. Another risk comes from the operational side. Official mining approvals may not necessarily translate into community consent, which may then result in significant opposition, which was also demonstrated before on other marine activities. Like, for example, oil and gas drilling in South Africa, I think last year was on the news everywhere. So that is another risk for a financial institution beyond the potential environmental harm that might be created, if they want to get involved. And lastly, I also want to highlight that there is an additional vast area of likely environmental and social impacts that are afflicting other ocean sectors, which could cause user conflicts and legal issues. So fishing, for example, could be impacted by sedimentation and pollution in the water column that might affect tuna fisheries, which is obviously highly valuable. Otherwise, fish life cycles may be affected by seabed damage and sediment plumes. Then, of course, shipping might be affected depending on where you deep sea mine. If you mine close in or close to busy shipping routes, subsea cabling, that is supporting lovely internet that we're all using today, is the backbone really of international telecommunications and runs across large stretches of seafloor. So this there's a risk of liability and implications in case of damage. That's currently unclear what that would look like. But some of these cables also run through those stretches of seafloor that are targeted for mining currently. And lastly, and that was a big topic during the High Seas Treaty negotiations, it's about not pharmaceutical research necessarily, but the sharing of benefits and especially genetic, marine genetic resources. So obviously disturbing the seabed habitats might lead to extinction of as yet undiscovered species that may have pharmaceutical properties that could be beneficial in a human disease context, for example, sponges, deep sea corals, and so on. But I do want to stop here. I do realize we still have a panel to run, so I'm just going to flip to the next slide. There's just a bit of context. If you want to follow UNFI on Twitter or LinkedIn or Facebook, you can do that. Also, my email is on the screen, so in case you would like to reach out, please do so. And I'm looking forward to the discussion. Ja, ganz vielen Dank, Dennis, für diesen nochmal ganz anderen Blick aus einer ganz anderen, aus einer anderen, ganz anderen Richtung, auch mit Blick auf die wirtschaftlichen, die finanziellen Risiken. Auch da sicherlich einiges dabei, was wir in der Diskussion noch vertiefen können. Und ich würde dann jetzt tatsächlich dazu einladen, dass wir zur Diskussion übergehen und dafür noch unseren dritten Referenten, der heute live dabei ist, ganz herzlich begrüßen, nämlich Dr. Ingo Naberhaus. Er ist stellvertretender Leiter des Referats für Meeresschutz im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Schön, dass auch Sie heute dabei sind, Ingo Naberhaus, und dass Sie nochmal einen anderen Blick
jetzt mitbringen, nämlich den der deutschen Bundesregierung. Und so möchte ich jetzt in der Diskussion auch mit Ihnen starten und Sie noch mal fragen, ein bisschen ist es ja schon angeklungen in den Inputs, was ist denn eigentlich die deutsche Position jetzt in diesen ISA-Verhandlungen? Wir haben schon gehört, Deutschland setzt sich für eine Precautionary Pause ein. Was genau bedeutet das? Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Erstmal vielen Dank und schönen guten Tag. Sie fragen nach der Precautionary Pause. Vielleicht sollte ich doch erstmal noch mal einen Blick zurück werfen auf die Entwicklungen. Deutschland hatte bisher, muss ich ganz klar sagen, ein grundsätzliches Interesse am Tiefseebergbau verfolgt. In vielen Jahren der Verhandlungen des Seerechtsübereinkommens selber, aber eben auch dann danach unter der Meeresbodenbehörde. Und Deutschland zählte mit wenigen anderen Staaten auch zu den sogenannten Pioneer Investors, die also auch wirklich viel investiert haben in die Exploration von mineralischen Ressourcen in der Tiefsee. Deutschland ist arm an terrestrischen Ressourcen und hat hohe Bedarfe andererseits als Industrienation, Industriestandort und hat natürlich grundsätzlich das Interesse, die Optionen offen zu halten, an Rohstoffe zu kommen, unabhängig von anderen Staaten, unabhängig von möglichen aktuellen geopolitischen Situationen. Das also erstmal als Hintergrund. Aber es ist uns auch klar, und so haben wir uns jetzt mit der aktuellen Bundesregierung auch geeinigt auf eine Neupositionierung, dass wir aktuell einfach nicht genug Wissen haben, um in ein Zeitalter des Tiefseebergbaus überzugehen. Es wurde ja eingangs schon auch klar und richtig erläutert, wie wenig eigentlich bekannt ist über die Tiefsee-Ökosysteme. Es wird ja immer der Vergleich gezogen mit der Oberfläche des Mondes. Der hinkt natürlich an allen möglichen Ecken. Die Oberfläche des Mondes ist auch nicht so komplex wie die Tiefsee, weil wir da eben lebende Systeme haben. Und darüber wissen wir extrem wenig. Selbst mit jeder Greiferprobe, die wir hochziehen, beschreiben wir neue Arten. Und dann wissen wir auch noch lange nicht, wie diese Arten sich im Gefüge der Tiefsee-Ökosysteme bewegen und wie das Ganze da unten funktioniert. Wir haben uns am 31.10. im letzten Jahr daher vor der Internationalen Meeresbodenbehörde geäußert mit unserer Neupositionierung. Das wurde letztlich getriggert durch die Entwicklungen unter der Meeresbodenbehörde, die ja aktuell unter besonderem Druck stehen, nämlich unter dieser Zwei-Jahres-Regel, die von der Republik Nauru getriggert wurde. Es ist übrigens noch kein Antrag eingereicht worden. Das war nur die Ankündigung eines Antrags im Juni 2021. Ob jetzt der Antrag, der Abbauantrag kommt, das werden wir sehen. Möglich ist es ab Anfang Juli. Durch diese Ankündigung jedenfalls ist da natürlich unheimlich viel Druck reingekommen, mitten in der Pandemie, muss man sagen, wo Sitzungen unterbrochen wurden, wo wir teilweise in Online-Formaten verhandelt haben oder auch gar nicht mehr verhandelt haben. Das kam noch erschwerend hinzu. Wir haben daher gesagt, so wie andere Staaten vor uns auch schon, einige mittel- und südamerikanische Staaten und pazifische Staaten, dass wir hier den Druck rausnehmen müssen und eine sogenannte vorsorgliche Pause einlegen müssen. Das heißt für uns, dass die Bundesrepublik Deutschland bis auf Weiteres keine Tiefseebergbauvorhaben unterstützt, also auch keine Vorhaben oder Anträge deutscher Firmen sponsort gegenüber der Internationalen Meeresbodenbehörde. Ein solches Sponsoring von Mitgliedstaaten ist notwendig, damit eine Firma einen Antrag einreichen kann. Und wir haben auch gesagt, dass wir die Lizenzgebiete, die im Moment als Explorationslizenzen mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe vorliegen, dass wir keine Absichten verfolgen, diese umzuwandeln in Abbaulizenzen. Wir haben auch weiterhin gesagt, dass wir für eine solche vorsorgliche Pause werben. Und seitdem, jetzt im letzten halben Jahr, gab es ja diverse Gelegenheiten, internationale Konferenzen, aber auch viele bilaterale Kontakte mit Staaten auf allen möglichen Ebenen, politischen bis zur Arbeitsebene, werben wir dafür. Es gibt eine zunehmende Entwicklung,
von ähnlich gesinnten Staaten, like-minded Staaten, die sich jetzt auch gerade wieder jüngst an der Panama-Konferenz hat sich das gezeigt, die sich immer weiter erweitert. Und da freuen wir uns natürlich, denn eine precautionary pause kann nur funktionieren, wenn sich einer solchen Idee viele Staaten anschließen. Dabei belasse ich es erstmal. Ja, vielen Dank, Herr Naberhaus. Ich möchte tatsächlich direkt noch mit einer kleinen Nachfrage an Sie anschließen. Und zwar können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, wie genau sich die Idee dieser vorsorglichen Pause von anderen Konzepten, die es ja auch gibt, insbesondere ein Moratorium. Ich weiß, einige Staaten haben letztes Jahr auf der UN-Ozeankonferenz eine Allianz für ein Moratorium gegründet, was dann doch nicht so richtig gestartet ist. Ich glaube, so ganz viele Staaten haben sich den offiziell noch nicht angeschlossen. Wie genau grenzt sich das ab? Was genau ist bei einem Moratorium nochmal anders? Da muss ich ganz klar sagen, da sollte man sich nicht so sehr an der Terminologie aufhängen. Einige meinen, dass ein Moratorium stärker zeitlich gebunden ist, aber letztlich inhaltlich sagt es das Gleiche aus. Es ist nämlich einfach die Begründung, der Wissensmangel ist zu hoch, die Risiken sind zu hoch, als dass wir uns entscheiden könnten oder überhaupt Entscheidungen treffen könnten, ob oder wie Tiefseebergbau stattfinden sollte. Und das sind bei den Staaten, die das Moratorium, das Conditional Moratorium oder die Precautionary Delay oder die Pause fordern, sind diese Eckpunkte in dieser Positionierung sehr ähnlich. Der Ban ist tatsächlich ein Unterschied. Der wurde auch bisher einmal gefordert. Das besagt also wirklich ein echtes, dauerhaftes Verbot. Das ist nochmal eine andere Kategorie der Forderung. Marie-Louise, wie könnten denn jetzt mögliche weitere Schritte aussehen? Also wir wissen, da gibt es die ISA-Verhandlungen, auf die wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer zu gucken kommen. Aber es gab ja durchaus auch Ideen, irgendwie in der UN-Generalversammlung was zu verabschieden oder ein Abkommen irgendwie zum Thema Tiefseebergbau zu verabschieden. Was hältst du da für den realistischen Weg, um jetzt vielleicht auch deine eher bedenkliche Position irgendwie in Völkerrecht, sage ich mal, oder in einen offiziellen Beschluss überführen zu können? Ja, das ist so ein bisschen die Preisfrage, mit der sich gerade alle beschäftigen, weil natürlich das Ganze beruht, wie du gesagt hast, auf dem Völkerrecht. Das kann man nicht so leicht umgehen. Insofern kommt man auch an den Verhandlungen bei der ISA nicht drum rum. Das Ziel von staatlichen Verhandlern, die da ja den Kahn fahren, die Tiefseebergbau wirklich nicht wollen, sollte sein, sich dort eben mindestens für ein Moratorium oder meinetwegen auch eine Pause einzusetzen, idealerweise für einen Ban. Dafür stehen wir als deutsche Zivilgesellschaft größtenteils und vor allen Dingen auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Pazifik, weil es keinen Grad an Wissen über die Tiefsee gibt, der rechtfertigt, dieses Ökosystem auch noch zu zerstören. Man kann es so ein bisschen vergleichen, wenn man Tiefseebergbau verhindert, das wäre so wie, wir haben verhindert, dass wir jemals angefangen haben, Kohle und Erdöl abzubauen. Also es ist eine einzigartige Chance zu sagen, wir gehen nicht auch noch in diesen Vernichtungspfad. Insofern ist das keine Banalität. Genau, aber diese internationalen Verhandlungen bei der Meeresbodenbehörde sind eben der Punkt, an dem man nicht vorbeikommt. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, von außen Druck aufzuüben, also sowohl als Staat selber, aber auch wir als Zivilgesellschaft auf die verhandelnden Staaten. Ein großer Meilenstein war die UN Ocean Conference, die im Rahmen der Sustainable Development Goals gelaufen ist, letztes Jahr in Lissabon, wo eben ParlamentarierInnen, Zivilgesellschaft und dann eben auch einzelne Staaten sich sehr konkret gegen Tiefseebergbau positioniert haben, teilweise in Form von Allianzen für ein Moratorium, teilweise eben aber auch nochmal diese Verbotsforderung nach vorne gestellt haben. Das war ein Monat vor der Sitzung bei der ISA und hat wirklich was zum Rollen gebracht und dann eben auch Monate später bei der Sitzung in der sich Deutschland seine Position geändert hat. Andere Formate gab es letztes Jahr auch, zum Beispiel die IUCN, so ein Zusammenschluss aus Staaten, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, haben auch sich zu Tiefseebergbau, und vor 1,5 Jahren war das schon positioniert. Das hat auch nochmal richtig Druck gemacht und da haben dann einzelne Ministerien, unter anderem das Umweltministerium, auch das erste Mal sich kritischer geäußert, weil das eben eine komplizierte Mitgliedschaft ist.
Und so setzen wir eigentlich als Zivilgesellschaft nach und nach auf diese externen Verhandlungsformate, wie jetzt bei dem Hohe See-Abkommen, muss man sich auch nochmal anschauen, wie das sich auf diesen Bergbau auswirkt, oder die Konferenz in Panama und auch andere Konferenzen. Insofern ist das total interessant, was bei UNEP passiert, die eben quasi von außen Druck ausüben. Aber die schlussendliche Entscheidung muss leider, außer man reformiert die ISA und sagt, die Verantwortlichkeiten können gar nicht mehr hier liegen. Das wäre jetzt quasi nochmal eine komplett andere Idee. Aber eigentlich müsste die Entscheidung dort gefällt werden. Vielen Dank. Marie-Louise, kommen vielleicht später auch nochmal auf so verschiedene andere Beschlüsse oder Institutionen aus dem UN-System zurück, um zu schauen, wie das denn mit den Tiefseebergbauverhandlungen verbunden ist. Möchte aber erstmal dich, Dennis, nochmal fragen. Du hast gerade in deinem Input schon erwähnt, es gibt auch durchaus gerade hier in Deutschland eine ganze Menge auch großer Unternehmen, BMW, Volkswagen hast du, glaube ich, unter anderem erwähnt, die sich explizit auch gegen Tiefseebergbau aussprechen. Kannst du das auch ein bisschen vielleicht noch auf eine globalere Ebene heben? Ist das so ein deutsches Phänomen oder ist das schon auch international so, dass es bei Unternehmen, aber auch im Bereich der Finanzen durchaus eine große Skepsis gegenüber Tiefseebergbau gibt? Und woran liegt das vielleicht? Und welche Rolle spielt da auch zivilgesellschaftlicher Protest möglicherweise? Ja, ich werde es jetzt mal auf Deutsch versuchen. Ich hoffe, mir rutschen nicht zu viele Anglizismen raus. Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Natürlich BMW, Volkswagen natürlich an die große Glocke gehangen. Aber es gibt auch amerikanische Tech-Unternehmen, Google zum Beispiel, die gesagt haben, sie werden nie in ihren Maschinen Materialien aus dem Tiefseebergbau benutzen. Meiner Meinung nach hat da einen großen Einfluss die Zivilgesellschaft. Ich glaube, es ist jetzt wirklich einfacher für die Zivilgesellschaft herauszufinden, was große Konzerne für Ressourcen benutzen, wo die herkommen, was da vielleicht für Probleme sind in der Wertschöpfungskette. Und es kann gut sein, dass diese Firmen eben darin riesen Risiko sehen. Die wollen sich zum Großteil alle als nachhaltig darstellen. Elektromobilität und so weiter, Google genauso. Und ich denke mal, dass wenn man da jetzt sagt, wir werden Deep Sea Mining unterstützen, das könnte zum Problem werden. Und ich glaube zusätzlich, wie Marie-Louise vorhin gesagt hat, viele der neuesten Studien deuten darauf hin, dass wir eventuell gar nicht diese Materialien brauchen. Und da würde ich jetzt vielleicht mal sogar noch mich etwas aus dem Fenster lehnen und sagen, vielleicht wissen die Herrschaften und Damen bei BMW schon mehr als wir. Vielleicht gibt es in 15 Jahren Batterietechnologie, die eben nicht auf diese Materialien angewiesen sind. Also da diese zwei Sachen würde ich vielleicht hervorheben. Bei den Finanzakteuren ist es eben so, dass, wie gesagt, kommerziell passiert das ja noch nicht. Das heißt, es gibt noch nicht wirklich offizielle Investments von, zumindest nicht von unserem Network oder mit den Finanzakteuren, mit denen wir arbeiten, in diesen Sektor, weil es eben noch nicht geschieht, Profit gewinnt. Deshalb wollten wir uns genau jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, weil eben wir diese Chance haben, diese Akteure zu informieren, bevor es geschieht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Investor sagen würde, wir wollen heute in Deep Sea Mining investieren, in die Metals Company oder was weiß ich, dann bestehen eben hohe Risiken, wie ich vorhin in der Präsentation gesagt habe. Und das ist wirklich so eine Bestandsaufnahme. Ich will jetzt nicht sagen, das kann sich nie ändern. Man weiß nie, was kommt. Und wir werden auf jeden Fall die ISA-Verhandlung abwarten und auch, wie sich die Verhandlungen zum Thema High Seas Treaty entwickeln. Aber zu diesem Moment heute sagen wir zu unseren Finanzakteuren, das ist zu high risk, ganz abgesehen von den Umwelteinflüssen, von den sozialen Einflüssen. Da gibt es zu viele Business Risks, um da jetzt sich hineinzustürzen. Und es gibt natürlich auch viele andere Sektoren, in denen man Geld machen kann, nachhaltig. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht nötig.
Genau, die Alternativen kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Kurz, weil ich sehe, das ist tatsächlich gerade auch eine Frage aus dem Publikum gewesen. Vielleicht meine Frage an dich, Dennis, nochmal umgedreht. Gibt es denn auch Beispiele für privatwirtschaftliche Akteure, die, ohne dass wir da jetzt ein Naming und Shaming betreiben wollen, aber die diesen Sprung noch nicht geschafft haben, sich klar gegen Tiefseebergbau zu positionieren oder eben auch entsprechende Projekte noch unterstützen? Also natürlich die Metals Company ist da sehr prominent dabei, als Privatunternehmen, wie Marie-Louise schon gesagt hat. Ich glaube, es sind zum Teil größere Konglomerate, die da, ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt aktiv unterstützen, aber sich das mal anschauen wollen. Ich glaube, Maersk ist dabei. Bitte verbessert mich, wenn das nicht stimmt. Das zumindest hatte ich gehört. Aber ansonsten würde ich behaupten, sind die Unternehmen, die sich da positiv dazu gesinnen, eher leise zurzeit. Zurück zur staatlichen Ebene. Herr Naberhaus, Sie hatten ja gesagt, jetzt wird es darum gehen, auch Unterstützung für diese deutsche Position einer vorsorglichen Pause zu gewinnen. Wie ist da jetzt das Vorgehen der Bundesregierung? Wie will man andere Staaten überzeugen, die deutsche Position da zu unterstützen? Wie arbeitet man vielleicht auch mit anderen europäischen Staaten oder auch Staaten aus anderen Weltregionen zusammen? Und ja, was ist Ihre Hoffnung, dass das gelingt, vor Juli so eine entsprechende Entscheidung herbeizuführen? Ja, also vorweg gesagt, es wird keine Entscheidung für ein Moratorium geben im Rahmen der Internationalen Meeresbodenbehörde. Dafür, erstens ist es strittig, ob das überhaupt möglich ist, eine solche Entscheidung zu treffen und ob es vereinbar ist mit dem geltenden Völkerrecht. Und das andere ist aber, dass eine solche Entscheidung eben ja auch von allen getragen werden müsste. Und es gibt, das ist Fakt, es gibt Interessen am Tiefseebergbau von einigen Staaten. Das sind wenige, aber die verfolgen sehr intensiv. Und es gibt eine Reihe von Staaten, die da noch unsicher sind. Es gibt auch viele Entwicklungsstaaten, die kein eigenes Wirtschaftsinteresse verfolgen am Bergbau, aber sich Hoffnung machen auf das Benefit-Sharing. Es gibt sehr unterschiedlich gelagerte Interessen in dem gesamten Verhandlungsprozess. Und wenn wir sagen, wir werben für diese Precautionary Pause, dann tun wir genau das, was wir jetzt im letzten halben Jahr getan haben, auf den internationalen Plattformen, auf politischer Ebene zu werben, in bilateralen Kontakten im Rahmen mit unseren europäischen Partnern, insbesondere mit Frankreich, aber auch mit Spanien zum Beispiel und den Niederlanden und Belgien, die sich zwar so die letzten beiden noch nicht in der Form ausgesprochen haben, aber unsere Kernziele mitverfolgen. Und da sind wir in sehr engem Austausch und kommen da auch gut voran. Mit Frankreich haben wir eine sehr gute Kooperation, haben jetzt am Rande der Panama-Konferenz wieder ein hochrangiges Event gehabt, wo wir nochmal geworben haben, was auch wirklich angekommen ist. Und wir haben Anzeichen gehört von einigen Staaten, die sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch in diese Richtung orientieren wollen. Und da sind auch jetzt einige Neupositionierungen zu erwarten von einigen Staaten. Unabhängig aber von dieser Moratoriumsdiskussion ist einfach die Zeit im Moment extrem wichtig zu nutzen für das Werben, für das sogenannte What-If-Szenario. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist und ob das jetzt der richtige Punkt ist hier in der Diskussion. Das sollte auf jeden Fall nicht hinten runterfallen, denn das ist das, worauf wir uns im Moment extrem konzentrieren müssen. Es steht die Ankündigung eines ersten Antrages im Raum. Grundsätzlich und rechtlich zulässig wäre die Übermittlung dieses Antrags ab Juli. Es ist im Moment unklar, wie die Meeresbodenbehörde damit umgehen würde, sofern dieser Antrag kommt, sofern das Wirtschaftsunternehmen nicht vorher abspringt, sofern nicht sich der Staat das anders überlegt. Es ist aber grundsätzlich jetzt allen Staaten offen. Das ist also nicht nur Nauru. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Anträge einzureichen. Und es ist das Prozedere einfach nicht klar. Und wir müssen bis dahin ein Prozedere festlegen und wir müssen Vorsorge treffen in der Internationalen Meeresbodenbehörde, dass es nicht zu einem unbeabsichtigten Start sozusagen von Tiefseebergbau kommt. Und da geht es zum Beispiel um die
um die das Abstimmungsprozedere, wenn ein Antrag befürwortet werden soll. Arbeiten wir hier mit Mehrheiten zur Befürwortung eines Antrags oder mit Mehrheiten zur Ablehnung eines Antrags, was in der Praxis einen extrem großen Unterschied machen würde. Und deswegen diskutieren wir gerade sehr intensiv neben diesen Grundsatzfragen, Moratorium, Precautionary Pause, wie auch immer wir das nennen möchten, mit unseren Partnern, aber auch eben mit Staatenvertretern, die andere Positionen verfolgen, sehr intensiv, gerade in Vorbereitung dieses What-If-Szenarios. Und What-If heißt, was passiert, wenn ein Antrag die Meeresbodenbehörde erreicht, ohne dass gültige und verabschiedete Regularien für den Abbau vorliegen. Und bei Bedarf kann ich das weiter ausführen, aber das ist aus unserer Sicht unser Hauptanliegen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, Regularien ist ein Stichwort, das möchte ich auf jeden Fall noch mal kurz aufgreifen, bevor wir dann auf jeden Fall auch noch unsere Stimme aus dem globalen Süden per Video-Statement hören möchten. Aber weil das jetzt schon mal angesprochen worden ist, wie könnten denn mögliche Regularien, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Tiefseebergbau startet tatsächlich im Juli oder kann starten, es können Anträge eingereicht werden, so muss man es ja formulieren, wie könnten denn dann im besten Fall mögliche Regularien aussehen, um die Hürde möglichst hoch tatsächlich zu hängen, unabhängig vom Abstimmungsprozedere. Können Sie da auch noch was zu sagen, Herr Nabehaus, vielleicht als erstes und dann vielleicht auch du noch, Marie-Luise? Ja, sehr gerne. Das ist ja unser tägliches Brot seit Jahren. Wir verhandeln ja schon seit einigen Jahren die sogenannten Abbauregularien in verschiedenen Formaten. Das Ziel ist, dass wir ein verbindliches und robustes Rechtsregime entwickeln für einen möglichen zukünftigen Abbau. Wir verfolgen das sehr intensiv, auch mit unserer und gerade auch mit unserer Neupositionierung, da wir eben einen Abbau zu möglicherweise schon sehr frühen Zeitpunkt nicht ausschließen können, bringen wir uns da aktiv ein. Wichtig ist, dass wir Standards festlegen, die messbar sind. Das heißt also, auf wissensbasierte Standards, zum Beispiel haben wir uns jetzt durchgesetzt im vergangenen Jahr, dass es einen Prozess gibt zur Festlegung von Umweltschwellenwerten. Das heißt also, wir werden für verschiedene Belastungsparameter, Sedimentationsraten, die durch Trübungswolken entstehen, Schallemissionen, Lichtemissionen, toxische Stoffe, die sich lösen durch den Abbau, durch das Aufbrechen der Knollen, durch den Transport der Knollen, durch die Wassersäule und so weiter. Ist ja eine Vielzahl von Belastungen, die möglich sind durch die verschiedenen angedachten Abbautechniken. Und da wollen wir gerne jetzt Schwellenwerte festlegen, die verbindlich sind, sodass sie im Antragsprozedere, die Beweispflicht beim Antragsteller liegt, darzulegen, dass diese Schwellen nicht überschritten werden. Das heißt, es muss ein Test-Mining-Projekt durchgeführt werden, wo dann das Monitoring ergibt, dass die Auswirkungen unter diesen Schwellen liegen. Solange unser Wissensmangel so groß ist über mögliche Auswirkungen und über Reaktionen des Tiefseeökosystems, müssen solche Schwellenwerte natürlich extrem anspruchsvoll auf vorsorglicher Ebene festgelegt werden und könnten dann mit zunehmendem Wissen, so unsere Argumentation, herabgestuft werden. Also man startet dann sehr streng, weil man so wenig weiß und kann das dann stückweise abstufen. Das Regelungsregime, aber wenn Sie danach fragen, umfasst natürlich eine ganze Menge mehr Aspekte. Die kann man jetzt auch allenfalls noch anschneiden. Es gibt institutionelle Fragen, die da im Raum stehen, die auch intensiv verhandelt werden. Es gibt diesen Payment-Mechanismus, was müssten eigentlich diejenigen, die dort Profite erzielen, was müsste da gezahlt werden an Gebühren, was müsste von den Gewinnen geteilt werden, wie werden nachher die Gewinne verteilt im Sinne des Benefit-Sharing nach dem Seerechtsübereinkommen. Es gibt Haftungsfragen zu klären, Compliance und Enforcement sind also eine Fülle von Fragen. Die meisten dieser Komplexe sind noch ungelöst. Das heißt also, wir sind wirklich noch entfernt von einem Regelungsregime, das im Juli auf den Tisch gelegt werden könnte zur Abstimmung. Trotzdem steht es das vielleicht als Nebeninformation im Zeitplan für der Internationalen Meeresbodenbehörde für diese Sitzung im Juli. Wir haben jetzt in diesem Jahr 3 Sitzungen anberaumt, dass dort die Regularien zur Annahme vorgelegt werden. Das ist eben der Druck, der durch diese Zweijahresregel kommt.
Ja, vielen Dank, Herr Naberhaus. Marie-Louise, möchtest du noch was ergänzen an der Stelle aus zivilgesellschaftlicher Sicht? Ja, gerne. Also ich meine, aus unserer Sicht gibt es keine Regeln, die gut genug sind, dass Tiefseebergbau stattfinden kann, wenn man Tiefseebergbau prinzipiell als eine schlechte Idee sieht. Also man muss sich ja so ein bisschen fragen, wie viel Zerstörung lassen wir zu? Und genau hier setzt eben die Frage an, ob wir Tiefseebergbau überhaupt brauchen. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, sich anzugucken, auch weil es jetzt ein paar Mal im Chat kam, wer eigentlich daran Interesse hat. Und wir sehen, dass eben viele Firmen oder Konzerne, die eben die Rohstoffe meinetwegen aus dem Automobil- oder Tech-Bereich oder auch erneuerbaren Energienbereich sich eben in diesem Business-Statement zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir schließen erstmal Tiefseebergbau Rohstoffe aus unserer Lieferkette aus. Das ist ja eh noch in der Zukunft, wenn irgendwann kommerzieller Tiefseebergbau beginnt, aber Sie haben es jetzt schon gesagt. Auch weil tatsächlich zum einen, das hatte Dennis Fritsch angesprochen, das Risiko zu hoch ist. Das Ganze findet in Kilometern Tiefe statt. Das kann überhaupt niemand wirklich wissen, was da an Unfällen möglich ist. Wir haben ja genug Unfälle in der Hohen See oder überhaupt in den Meeren gehabt, die wirklich katastrophale Folgen hatten, vor allen Dingen Öl- und Gasförderung. Ob das beim Tiefseebergbau auszuschließen ist, weiß man nicht. Es wird doch keine unabhängigen BeobachterInnen geben, die sich das angucken können, wie es jetzt beim anderen Industrie- und Bergbauvorhaben an Land ist, dass eben das Risiko zu hoch ist und auf der anderen Seite die Auswirkungen auf die Umwelt natürlich mittlerweile auch ein Business Case sind, den man als Unternehmen ausschließt. Insofern sind diejenigen, die wirklich davon profitieren, eigentlich gar nicht so sehr die später rohstoffverwertenden Industrien, sondern im Zweifelsfall vielleicht die Zulieferer, die die Schiffe bauen und da ist dann die deutsche Industrie vielleicht ab einem gewissen Punkt wieder interessiert. Also es gibt ja einen großen Sektor, einen marinen Wirtschaftssektor, der solche Technologien herstellt. Aber vor allen Dingen ist Tiefseebergbau derzeit eine Anlageinvestition. Also wenn man sich anschaut, wer bei The Metals Company als Investor drin ist, das sind zum kleinen Teil realwirtschaftliche Konzerne, wie beispielsweise Glencore, eines der größten Bergbaukonzerne der Welt. Aber vor allen Dingen geht es da um Risikokapital und quasi einfach gesagt Spekulationen am Finanzmarkt, dass man guckt, wo kann man noch möglichst viel Geld machen. Damit ist The Metals Company gerade so ein bisschen auf die Nase gefallen, weil sie eigentlich jetzt vor allen Dingen Eigenkapital da reinstecken. Genau, insofern die Frage quasi, haben wir irgendwann Regularien, die gut genug sind oder nicht, es setzt eigentlich ein bisschen an der falschen Stelle ein, sondern man müsste eigentlich fragen, wer profitiert davon und unterstützen wir damit nicht wieder ein kapitalistisches Finanzsystem, was guckt, wo kann man am meisten Kohle rauskriegen aus dem Zweifelsfall besonders risikoreichen Investitionen? Können wir das überhaupt überprüfen, wie das durchgeführt wird und was sind schlussendlich die Folgen für die gesamte Menschheit? Das ist das eine. Und der andere Punkt, den ich ja vorhin schon gesagt habe, sollte es irgendwann mehr Regularien geben, ist aus der Beobachtung von vielen von uns und vor allen Dingen aus dem Pazifik, ist viel wahrscheinlicher, dass Tiefseebergbau im Pazifik stattfinden wird, in den AWZs, also den Hoheitsgebieten dieser Staaten. Einfach, weil man sich das rein kommerziell vorstellen muss, fahre ich 2000 Kilometer von der Küste weg oder 5 oder 10. Das ist natürlich viel einfacher, das in der Nähe von dem nächsten Hafen zu machen, im Regularienbereich, der vielleicht auch, selbst wenn die internationalen Regularien total ambitioniert sind, nicht umgesetzt werden muss. Insofern gibt es eigentlich auch aus der Position heraus keine Regularien, die gut genug sind, weil sie zum Schluss wahrscheinlich dazu führen, dass Tiefseebergbau in Staaten wie in den pazifischen Inselstaaten ermöglicht wird. Insofern ist diese kein Tiefseebergbau-Forderung von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Menschen im Pazifik durchaus auch evidenzbasiert, wenn man sich anguckt, wer vom Tiefseebergbau profitiert und wo er schlussendlich tatsächlich stattfinden wird. Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Du hast vom Pazifik, den pazifischen Inselstaaten gesprochen, als ein oder als die Region, wo Tiefseebergbau am ehesten in naher Zukunft beginnen könnte. Und da haben wir jetzt tatsächlich noch ein Video-Statement von Maureen Pengueli. Sie ist Koordinatorin des Pacific Network on Globalization, einer zivilgesellschaftlichen Organisation im Pazifik, die sich schon seit vielen Jahren mit Tiefseebergbau beschäftigt. Der Pazifik vielleicht nochmal als Kontext für die, die es nicht so einordnen können, zu der Frage Tiefseebergbau selber durchaus jetzt auf staatlicher Ebene zerstritten. Wir haben von Nauru gehört, die diese Zwei-Jahres-Regel
erstmal ins Spiel gebracht haben, aber auch vorhin von der Moratoriumsallianz, die im letzten Jahr von pazifischen Inselstaaten gestartet worden ist. Jetzt eben eine Stimme aus der Zivilgesellschaft aus dem Pazifik. Maureen kommt aus Fidschi, meldet sich aber aus Doha zu Wort, wo sie gerade bei der UN-Konferenz der am wenigsten entwickelten Staaten, der LDCs, ist, zu denen eben auch einige der pazifischen Staaten gehören. Nissan Bulavinaka, good morning, good evening. Thank you again to Oceania's Dialogue for the invitation to join you this morning from Doha to send you a recorded message on a critical issue that we are faced with today. My name is Maureen Pinjawili. I'm the coordinator of the Pacific Network on Globalization, and I'm here to share with you a few reflections on deep sea mining. Many of you are aware that the possibility, real possibility, that deep sea mining could start as early as July this year as a result of a trigger, two-year trigger, pulled by Nauru, a Pacific Island nation. 12 years ago, almost 15 years ago, when we started working on this issue, the knowledge about the impacts of deep sea mining was very little. In fact, the proposition of deep sea mining was sold to Pacific Island countries, governments, and communities as a triple win. A win for economy, there was a lot of money to be made out of the wealth of minerals on the deep sea ocean. A win for the climate emergency, and certainly a win for the environment. It was proposed that this is an industry or mining that would cause little to no harm. 12 years later, we know so much more about impacts from deep sea mining, despite the fact that this is one of the areas, mining that takes place in waters that are 200 up to 7,000 meters deep on the seafloor. The knowledge about the ecology, biology, and the ecosystems of the deep sea was very little, and the understanding about impacts was really small. Scientists are now predicting. What we know in terms of science is very clear. The science is clear that deep sea mining is most likely to destroy the origins of life. It's likely to destroy biodiversity. Endemism of species is extremely high, and we are likely to lose this common heritage of humankind. Recovery is unlikely because of the unique nature of these ecosystems, biodiversity, flora and fauna that's found on the deep sea floor. That recovery is unlikely to take place within human timescales. So we will lose this forever through deep sea mining. And I think that's a real challenge to the global community around understanding what is heritage, our common heritage. Not just the minerals, but biodiversity, ecosystems, and the rich knowledge of the deep sea would be lost forever. We also understanding the impacts around sedimentation, around mining. Contractors have told us that there's likely to be very little disturbance, but we know that sedimentation, this is an industry that's never tried or tested before, is very similar to open cast mining on land. We know that it will disturb the sedimentation. This is still areas, very quiet. And so deep sea mining, the equipment will disturb sedimentation. So once it goes up into the motherships where the minerals are treated, the ores are treated, and the waste material is pumped back, whether it's released in mid-ocean or at the bottom of the seafloor, we know that sediments will travel, and they will travel long distances. So for example, we now know that if a mining takes place in the Clarion-Clipperton zone in the Pacific Ocean, these sediment plumes are likely to travel as far as Kiribati, the islands of Kiribati, and also to Hawaii.
because fisheries and in particular tuna is such a critical industry for the Pacific, there are deep concerns that these sediment plumes will affect this economic lifeline of Pacific Island nations. Finally, in terms of impacts, there is now urgent consideration of how deep sea mining will disturb the most stable carbon storage sink. And so I think there is now an appeal, not by just industry players, that we don't need these minerals for the green climate transition. We're seeing scientists outrightly, over 600 scientists, join the call for a temporary halt or a pause to deep sea mining. Industry players are making commitments, early movers that are saying that they don't need these minerals from the deep sea for their, whether it's for consumer goods or for electric cars and electric batteries, car batteries, that is. We're seeing parliamentarians, and the European Parliament was one of the very, very first movers in 2019, to call for a moratorium on deep sea mining. Parliamentarians are taking action. Since the Our Oceans Conference in Portugal last year, parliamentarians are now mobilizing in significant ways to support a moratorium, a temporary pause, and a halt. At COP27 last year, the government of France, Macron president, called for an outright ban on deep sea mining, reiterating his call that he had issued in Portugal. From here in the Pacific, our governments have been at the forefront calling for a moratorium and moving towards a ban, an outright ban on deep sea mining. There is now momentum. And so my appeal to you today, using from civil society, across the board, church leaders, women, feminist groups, youth leaders, indigenous leaders, conservation and environmental groups, NGOs, social movements worldwide are now calling for an urgent halt, an urgent call for a ban. From here, from the Pacific, our message is extremely clear. We're calling for an outright ban on deep sea mining because of our lived experience with this industry, particularly in Papua New Guinea, in Tonga, where there's been explorations taking place looking at these minerals. I urge you to really consider this issue, join the global movement that's calling for a moratorium and a ban. The European New Green Deal, which is now touted as necessary to address the climate crisis, we would like to shift the burden back to European policymakers and decision makers, that you must consider the role of minerals, and you must take a line and consider that these minerals cannot come from the new frontier, which is the deep ocean. Please join us. If you're interested, we are running a global petition, which we hope to present to the General Assembly, as well as Pacific Leaders Meeting this year, urging the global community to join us in calling for an outright ban on deep sea mining. For more information, please reach out to us. You can find us on the website, on Facebook, and on Twitter. Follow us on the Pacific Blue Line. And thank you again. Ja, wir haben von Maureen jetzt nochmal zu ganz vielen Aspekten, die wir auch schon aufgegriffen hatten, nochmal die Einschätzung der Zivilgesellschaft aus dem Pazifik gehört. Ich möchte ganz kurz einen Hinweis einschieben, dass wir schon so ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, weil wir relativ pünktlich um 18 Uhr zum Ende kommen wollen, weil es dann auch direkt im Anschluss von anderen Organisationen noch eine andere ganz spannende Veranstaltung zu Tiefseebergbau geben wird, unter anderem mit Ministerin Steffi Lemke. Und vielleicht kann da auch jemand noch mal im Chat einen Hinweis teilen für diejenigen, die da vielleicht noch rübergehen wollen zu der anderen Veranstaltung. Wir wollen aber natürlich 10 Minuten jetzt noch nutzen, um weiter zu diskutieren. Und
deshalb auch gerne nochmal die Einladung, nutzen Sie gerne das Frage- und Antwort-Tool noch, um auch Ihre Fragen einzubringen. Ich möchte ganz kurz noch beim Pazifik auch bleiben. Pazifischen Inselstaaten sind ja Staaten mit wenig natürlichen Ressourcen, wenigen wirtschaftlichen Möglichkeiten für die, zumindest für einige der Staaten, die Versprechen von Tiefseebergbau und Tiefseebergbauunternehmen natürlich sehr verlockend sind als Einnahme auch für den Staatshaushalt. Dennis, ihr habt euch ja bei UNEP FI durchaus auch damit beschäftigt, hast du schon gesagt, was so Alternativen auch für Tiefseebergbau sein können in unternehmerischer Sicht. Aber gibt es da auch irgendwelche Ideen, die ihr vielleicht auch für pazifische Staaten insbesondere oder überhaupt kleine Staaten hättet? Was für Alternativen gibt es, wirtschaftliche Einkommen zu generieren neben Tiefseebergbau? Ja, also das ist natürlich die 100 Millionen Dollar Frage wahrscheinlich. Ich muss vorweg sagen, als UNEP FI arbeiten wir zum Großteil mit privaten Akteuren, nicht mit Staaten. Das heißt, ich bin nicht unbedingt der ganz große Experte, wenn es um staatliche Investments geht, obwohl wir da natürlich auch ein bisschen mit drin hängen. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedem Investor, jeder Bank ist das natürlich freigestellt, was sie ihr Geld investieren oder was sie finanzieren wollen. Ich habe es vorhin angedeutet in der Präsentation. Wir empfehlen Alternativen, also zum Beispiel dafür zu sorgen, sich dafür einzusetzen, dass Mining an Land eben nicht mehr so umweltschädlich und sozial unverträglich ist. Also da gibt es auf jeden Fall Initiativen zu dem Thema. Gleichzeitig kann man sich dafür einsetzen, dass eben eine Kreislaufwirtschaft für Metalle angeregt wird oder sich für neue Wege und neue chemische Ansätze für Batterien und so weiter einzusetzen. Da gibt es natürlich schon viel Innovation in dem Bereich. Also das sind alles Optionen für Inselstaaten, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt es traditionell die Fischerei, das ist auch nicht unbedingt immer nachhaltig. Aber was wir jetzt ganz viel sehen, zum Beispiel aus der Karibik, ist eine Fokussierung auf eine holistische Blue Economy. Das heißt, wir wollen ihre ganzen ozeanbezogenen Sektoren quasi umbauen auf Nachhaltigkeit. Und da geht es dann für Inselstaaten besonders um Themen wie Tourismus, nachhaltiger Tourismus, nachhaltige Häfen, nachhaltiges Schifffahrt. Zum Teil gibt es auch Ocean Energy, also natürlich Windkraft, aber eben auch Gezeitenkraft oder Wave Energy zum Beispiel, die da interessant werden können. Andererseits, also wir haben, wie gesagt, große Richtlinien, Guidance Documents auf unserer Webseite, wie vorhin schon genannt, und da nennen wir die Best Practice und die Optionen für positive Investments zum Teil in verschiedenen Sektoren der Blue Economy. Also da würde ich mal empfehlen, reinzuschauen, ob das dann auch für Inselstaaten 1:1 zu umsetzen ist. Das weiß ich nicht zu 100%. Und meine Kollegen von UNEP arbeiten auf jeden Fall daran. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob wir, selbst wenn Tiefseebergbau jetzt nicht stattfindet, verlieren wir wirklich da so viel Profit? Je nachdem, wie man sich die Cost-Benefits-Analyse anschaut, gerade würde ich mal behaupten, eventuell nicht wirklich, weil die Risiken sind sehr hoch und es ist unklar, wie viel Geld man damit überhaupt machen kann. Und deswegen ist es nicht unbedingt ein sicheres Investment, jetzt mal abgesehen von den Umwelteinflüssen. Vielleicht belasse ich es mal dabei. Vielen Dank, Dennis. Dann möchte ich zumindest eine Frage noch aus dem Frage-Antwort-Tool aufgreifen, die aber auch mir selber schon lange unter den Nägeln brennt. Und zwar, die BBNJ-Verhandlungen sind ja schon angesprochen worden. Es gibt ja durchaus auch noch andere Prozesse aus dem UN-System, beispielsweise das neue globale Rahmenwerk zur Biodiversität, was ja auch ein Schutzziel für Meere, wenn ich da richtig informiert bin, beinhaltet. Wie hängen all diese Prozesse mit den Tiefseebergbauverhandlungen zusammen? Gibt es da einen formalen Zusammenhang oder ist das völlig
losgelöst voneinander. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Naberhaus, oder auch du, Marie-Louise, da was zu sagen können. Ich kann ja mal einen Anfang machen, gebe dann gerne weiter. Also erstmal, was wirklich Einfluss haben wird, ist vermutlich das BBNJ-Abkommen. Das war jetzt erstmal wirklich ein großartiger Erfolg. Es geht ja um dieselben Gebiete, Gebiete außerhalb nationaler Rechtsprechung. Und da haben wir jetzt einen Rechtsrahmen für den Meeresschutz und für die nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen festgelegt, beziehungsweise erstmal konsentiert. Das war schon ein riesiger Erfolg. Der muss natürlich jetzt noch formal bestätigt werden, der muss ratifiziert werden und dann muss er umgesetzt werden. Sie sagten eingangs mal sowas, ob das jetzt auch ausreicht, was wir da so verhandelt haben. Das reicht natürlich alles nicht aus, um den Meeresschutz zu sichern, sondern das muss alles mit Leben gefüllt werden. Aber wir haben jetzt einen Rechtsrahmen dafür und für die Ausweisung von Schutzgebieten. Und allein dieser Punkt, Ausweisung von Schutzgebieten, wir haben ja in Montreal vereinbart im letzten Jahr, dass wir 30% der Erdoberfläche in Schutzgebiete verwandeln wollen oder Schutzgebiete ausweisen wollen. Das gilt auch für die Meere. Und jetzt haben wir das Tool sozusagen und die institutionelle Architektur, um zukünftig diesen Prozess auch im Bereich der Hohen See durchzuführen. Das wird natürlich auch irgendwann Auswirkungen haben auf das, was unter der Meeresbodenbehörde läuft. Es gibt zwar die Not Undermining Clause in dem Übereinkommen, das heißt also die Zuständigkeiten und die Prozesse unter den kompetenten Behörden bleiben bestehen, also Shipping Organization, IMO oder ISA, aber auch die Fischereiorganisationen. Aber wenn da Schutzgebiete ausgewiesen werden, dann gibt es zukünftig Recommendations an diese Behörde, das Management dann entsprechend so einzurichten. Das nur als Beispiel. Es gibt aber noch eine Menge andere Interaktionen. Das wird sich jetzt alles in der nächsten Zeit entwickeln. Ob es jetzt direkte Einflüsse auf den Verhandlungsprozess hat, das wird sich jetzt auch zeigen. Das ist so schon eine unheimliche Dynamik drin gewesen. Das wird sicherlich nochmal beitragen. In welche Richtung ist jetzt erstmal schwer vorherzusehen für die nächsten Wochen und Monate. Vielen Dank. Herr Naberhaus, noch vielleicht eine weitere Frage aus dem Publikum, um die noch zu beantworten, mit Bitte um ganz kurze Antworten. Dann hat Marie-Louise noch ein Schlusswort. Dort hat noch mal jemand nachgefragt, warum es bei den Mehrheitsentscheidungen, das hatten Sie vorhin angesprochen, so einen großen Unterschied macht, ob es eine Mehrheit für oder gegen ist. Vielleicht können Sie da noch mal in einem Satz. Das ist natürlich jetzt eine Challenge, das in kurz zu beantworten. Ich fange mal anders an. Das Standardprozedere wäre, dass die LTC, also das Fachgremium in der Meeresbodenbehörde, eine Empfehlung ausspricht. Wenn das dieses Standardprozedere trotz mangels verabschiedeten Regularien angewandt würde, dann wäre es schwierig, eine positive Empfehlung zu überstimmen. Dann braucht man eine Mehrheit, diese positive Empfehlung zu überstimmen. Und das ist schon ein großer Unterschied, da sich sicherlich auch viele Staaten einfach auf die Empfehlung verlassen werden und die dann entweder aktiv mittragen oder sich enthalten werden. Deswegen sind es nachher nicht zwei Stimmen Unterschied oder so etwas, sondern es kommt auf diese Verfahrensweise an. Und die versuchen wir jetzt mit dem What-If-Szenario in den Griff zu bekommen. Ja, vielen Dank. Herr Naberhaus, dann würde ich jetzt tatsächlich Marie-Louise dir zum Abschluss nochmal das Wort geben, vielleicht so ein bisschen als Wrap-up auch zurückkommt auf die Frage, die ja auch Titel unserer Veranstaltung ist. Tiefseebergbau, Chance. Gut, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, weil das doch relativ schnell klar war, dass es vielleicht eher Herausforderung ist für nachhaltige Entwicklung. Aber wenn wir jetzt nochmal an die SDGs, an die Agenda 2030 denken, welche Gefahren siehst du mit Tiefseebergbau zusammenfassend verbunden, die Umsetzung dieser Agenda, und wir sind ja sowieso schon nicht unbedingt auf dem Weg, die Ziele bis 2030 zu erreichen, noch weiter zu gefährden? Ja, auch da könnte man jetzt ganz viele Beispiele bringen. Da verweise ich nochmal auf die Publikation, die ich vorhin gepostet habe. Aber vielleicht zwei Punkte, die vielleicht auch nochmal Fragen eingehen, die eben kamen. Also einmal zu dem Hohe See-Abkommen und den Schutzgebieten, was wirklich ein diplomatischer Erfolg war, den wir feiern können. The Metals Company hat als Reaktion auf diese Verhandlungen gepostet, die ISA stellt ja auch 43%, glaube ich, haben sie geschrieben, an dem Gebiet, was sie ausgeschrieben haben, unter Schutz. Also selbst die Industrie quasi hat dieses Abkommen genutzt, um eigene Schutzbemühungen der ISA zu
zu loben. Das ist natürlich auch bis zum Wissen gerade eine Milchmädchenrechnung, weil auch um diese Lizenzgebiete zwar Schutzgebiete ausgeschrieben werden, aber zum einen findet ja trotzdem Abbau direkt daneben statt. Also die Tiefsee wird dann eben an einer anderen Stelle zerstört und dann richtet man Schutzgebiete ein, die vielleicht auch gleich gleichwertig sind, aber die Zerstörung nicht verhindern. Zum anderen hat sie die Forschung gewiesen, dass eben durch Sedimentwolken durchaus diese Schutzgebiete beeinträchtigt werden können. Insofern wird es wirklich hochinteressant, wie das Hohe Seeabkommen die ISA in eine bestimmte Richtung vielleicht formen kann und ob das auch nochmal ein Argument dafür sein kann, dass sich jetzt staatlich auch mehr hinter den Schutz gestellt wird und weniger hinter die Rohstoffnutzung. Und das ist der zweite Punkt, ich finde, das passt vielleicht auch ganz gut zum Abschluss. Ich hatte es ja am Anfang auch gesagt, die Tiefseebergbau wird immer wieder als Argument benutzt. Wir brauchen das für die Energiewende und dann findet kein Landbergbau mehr statt. Zum einen sehen wir, dass große Bergbaukonzerne, die an Landbergbau betreiben, wie Glencore, eben auch in Tiefseebergbau investieren. Also es wird keine Konkurrenz sein, sondern ein zusätzliches Bergbauvorhaben. Es kann überhaupt nicht davon ausgegangen werden, warum auch, dass Landbergbau beendet wird. Und zum anderen gibt es wirklich sehr, sehr interessante Studien, die zeigen, dass wir diese Rohstoffe nicht brauchen. Beim WWF und bei Greenpeace sind neue Studien dazu entschieden. Und PowerShift hat eine zu Bergbau generell veröffentlicht und der Nutzung von Rohstoffen für die Energiewende. Aber zu deiner Frage, gibt es Chancen oder Risiken, finde ich nochmal den Blick in den Pazifik interessant, weil wir uns ja tatsächlich fragen müssen, lassen wir viele Staaten und Menschen, die dort leben, alleine in der Bekämpfung des Klimawandels? Und geben wir denen quasi neue Industrie an die Hand und sagen, hier, da kommt ihr aus der Armut, da könnt ihr den Klimawandel mit bekämpfen, das ist alles gut. Und so wird Tiefseebergbau jetzt eben auch geframed von bestimmten Staaten, aber vor allen Dingen von der Industrie, und wird gesagt, naja, wenn ihr Tiefseebergbau betreibt, könnt ihr damit euren Staatshaushalt sanieren und eventuell auch den Klimawandel bekämpfen. Das hat beim Landbergbau noch niemals funktioniert. Man muss nur einmal den Resource Curse googeln und weiß, dass Landbergbau auch zu weiterer Armut geführt hat. Aber vor allen Dingen ziehen sich dann auch die globale Staatengemeinschaft aus der Verantwortung. Deutschland zum Beispiel hat seit 2020 nie mehr als 100 Millionen Euro an Geldern für Klimaanpassung in den Pazifik überwiesen, das sind Peanuts. Und wenn wir wirklich wollen, dass diese Staaten und die Menschen, die dort leben, eine Chance auf gerechte Entwicklung haben und globale Gerechtigkeit und ein Leben ohne die Zerstörung des Klimawandels, müssen wir sie darin unterstützen. Und das ist auch eine Aufgabe von der internationalen Staatengemeinschaft und von Staaten wie Deutschland, dort eben deutlich nachzubessern in der Unterstützung dieser Menschen. Und dann brauchen wir Tiefseebergbau überhaupt nicht, aus allen anderen Gründen, aber vor allen Dingen nicht für nachhaltige Entwicklung, wenn wir eben andere Möglichkeiten finden, dort zu helfen und vor allen Dingen den Menschen nicht noch mehr wegzunehmen und kaputt zu machen. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, wie viele andere Ausbeutungsformen es auf den Meeren und auch von den Menschen, die vom Meer leben, sonst noch so gibt. Ja, vielen Dank, Marie-Louise, vielen Dank, Herr Naberhaus, vielen Dank, Dennis Fritsch, dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch stundenlang weiter diskutieren können. Ein sehr komplexes Thema, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was zum Glück immer mehr jetzt auch eine gewisse Öffentlichkeit bekommt, wie ja jetzt auch die andere Veranstaltung, die sich direkt anschließt, zeigt. Und von daher alle, denen es genauso geht wie mir, dass da noch Bedarf ist, weiter zu diskutieren, die herzliche Einladung, doch gerne auch noch in die andere Veranstaltung reinzuschalten. Und genau, ja, in dem Sinne herzliches Dank an alle, auch im Publikum, auch an die Dolmetscherin natürlich im Hintergrund, und freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben und ja, vielleicht uns bald nochmal zu dem Thema austauschen können, je nachdem, was da auch passieren wird. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Danke, tschüss.